Ja, wenn Sie die richtigen Irrtümer im Kopf haben, können Sie in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus ganz legal riesige Profite auf Kosten der Menschen machen. Ja, wenn Sie von vornherein den Gedanken im Kopf haben, dass Zuckerprodukte harmlos seien, dann können Sie erfolgreich eine Supermarktkette aufmachen oder eine Fastfood-Kette und so weiter und können die Leute überschwemmen mit Zuckerprodukten, mit Zuckergetränken, wo sie riesige Gewinnsparten haben. Und sie können dann noch mit fettigen Pommes frites und fettigen Burgern und viel Zucker und allem, können sie dann mit total billig beschaffbaren Nahrungsmüll, den sie für viel Geld verkaufen, können sie die größten Gewinnspannen erzielen, die größten Suchteffekte bei ihren Kunden erzielen und können so ganz legal riesige Profite auf Kosten der Menschen haben. Also nur wenn sie die richtigen Irrtümer im Kopf haben, können sie das machen. Und deswegen, wer die richtigen Irrtümer im Kopf hat, der kann im Kapitalismus die größten Karrieren machen. Und ist das nicht schrecklich? Wollen wir nicht eine andere Welt, in der der mit den größten Wahrheiten und mit der größten Nützlichkeit für seine Mitmenschen wirklich die größten Gewinne machen darf? Ja, und das geht eben dann nur in der GWÖ-GWU-Kombi, in der Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, dem neuen Weltwirtschaftsmodell, das uns alle retten würde, wo eben der von mir eben beschriebene Fastfood-Chef gemessen wird, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand seiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner tatsächlich entwickeln. Und danach wird er finanziell entweder abgestraft oder belohnt und dadurch wird er dann seinen Fastfood-Laden in ein Gesundheitsanregungsrestaurant umwandeln müssen, wenn er überleben will. Ja, das ist der Unterschied. Ja, so viel für diesmal.